Schon wieder eine neue Provokation aus Nordkorea, diesmal verbaler Art. Man werde auf Sanktionen und Druck der USA mit unserer eigenen Art der Gegenoffensive antworten, heißt es. Nun mischt sich auch Russlands Präsident Putin in den Konflikt ein. Der Kreml-Chef rief dazu auf, die Krise durch Gespräche zu überwinden. Ohne politische und diplomatische Instrumente wird es sehr schwer, sich in dieser Situation zu bewegen. Um genauer zu sein, ich halte das für unmöglich. Wir sollten nicht unseren Emotionen erliegen und Nordkorea in die Ecke drängen, sagte Putin in einem Gespräch mit dem südkoreanischen Präsidenten am Rande eines Wirtschaftsgipfels. Die USA reagierten mit deutlicheren Worten auf Nordkoreas jüngsten und bisher größten Atomtest. He is begging for war. Er, Kim Jong-un, bettelt förmlich um Krieg. Die USA wollen niemals Krieg, auch diesmal nicht, aber unsere Geduld ist nicht grenzenlos. Starke Worte von der amerikanischen UN-Botschafterin bei einer Dringlichkeitssitzung in New York. Erst am Wochenende hatte Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un nach eigenen Angaben eine Wasserstoffbombe getestet. Ein Geschenkpaket an die USA, so das Regime. Insgesamt kommt Kim Jong-un damit auf 18 Raketentests allein in diesem Jahr. Die USA fordern schärfste Sanktionen gegen Nordkorea. Alle Optionen liegen auf dem Tisch, auch militärisch, heißt es. Außerdem, Trump verspricht etwa Südkorea milliardenhohe Rüstungsdeals. Der Konflikt spitzt sich zu. In der Vergangenheit hatte Kim Jong-un Feiertage gerne genutzt, um sein Waffenarsenal zu testen. Und am Wochenende steht bereits der nächste Gedenktag an.